Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht's weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, ich habe ein neues RTM-Script für euch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze doch einfach mal an. So, hier müssen wir einfach nur einmal klicken. Und dann können wir auch so das Menü komplett frei verwenden. Ja, können jetzt auch einfach was einzahlen. Ja. Funktioniert halt alles. Gut. Ja, mehr ist das nicht. Also, wenn ihr das hier noch haben wollt, dann einfach mal diesen Namen hier googeln oder ich mache dazu auch noch ein Video, wie wir dann das noch alles einstellen. Pipapo. Das ist so eine Art, ja, da können wir auf Aktien quasi handeln und kriegen dann Geld wieder und sowas. So eine kleine Spielerei auf jeden Fall. Ja, sogar mit Animation. Was will man mehr, ne? Gut, ich würde sagen, wir kommen auch zur Installation und dann gucken wir uns noch die Config an, denn wir haben wieder dieses Problem, dass wir halt zu viele Blips haben. Da setzt euch einfach einen Nachmittag hin und klappert jeden RTM halt ab, fügt das halt so der Config hinzu, ja, und dann, deaktivieren wir die Blips. Ansonsten haben wir das Problem, dass wir hier oben... Ah doch, jetzt hat es funktioniert. Ne, hat es nicht. Dass wir dann hier wiederum ja, keinen Namen haben. Genau. Gut, ich würde sagen, wir kommen zur Installation. So, wenn wir angekommen sind, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, einfach herunterladen und dann installieren wir das Ganze. Ich muss mal ganz kurz gucken, was da los ist. So, da bin ich auch schon wieder. Genau. Wir wollen jetzt das Ganze noch installieren. Dazu gehen wir in Filezilla rein. Gehen einmal in den Resource-Ordner. Haben dann diese Datei hier aus der ZIP geholt. Und die tun wir dann einfach in den Resource-Ordner. Und danach kopieren wir uns noch hier den Namen einmal raus. Gehen dann zurück. Öffnen die Server-CFG. So. Und machen zuerst den Standard-ATM aus. Ja, einfach hier ein Hashtag so davor. Dann scrollen wir hier runter und fügen das Ganze hier mit Start, Leerzeichen und dann den Ordnernamen ein. Anschließend gehen wir hier auf Speichern und übernehmen das Ganze. Ja. So. Nun haben wir das schon komplett installiert, würde auch jetzt schon funktionieren. Ja, gucken wir uns erstmal die Sprachen an. Da haben wir natürlich keine DE, ne? Deswegen müssen wir einfach die EN, können wir komplett übersetzen auf Deutsch, ne? So, das ist nicht viel Arbeit, kann man in wenigen Minuten machen. Genau, jetzt haben wir hier noch die Config. Und hier haben wir noch einige Möglichkeiten. Einmal können wir hier die Sprache auswählen. Dann haben wir hier Show Blips, ja. Das solltet ihr dann auf falsch stellen, damit nicht alle Blips, also die Map, so verschmutzt wird, würde ich mal sagen. Ja, hier können wir natürlich auch noch was auf falsch machen oder auf true. Müsst ihr ein bisschen mit rumspielen. Ja, das ist nicht so wichtig, finde ich. Dann haben wir hier noch die Tastenbelegung, wie wir das öffnen und schließen können. Hier haben wir die Hauptzentralbanken. Hier haben wir die ATMs. Genau. Und hier kopieren wir uns dann einfach eine Zeile raus, ja, und fügen dann die neue Bank hinzu. So einfach geht's. Und das Ganze können wir auch mit den großen Zentralbanken machen. Wenn wir halt Lust und Laune haben. Genau. Mehr ist das nicht. Ja. Gut.
Gut Leute, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen nach oben da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut da rein und ciao, ciao.